Hallihallo Löhle, zurück zu Secret. Elemente Lüfte haben wir ja eingesackt. Sind wir auf dem Weg Richtung Elemente des Feuers. Da müssen wir erstmal wieder ein Stück in die Wüste gehen. Feuer ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen gefährlicher. Wenn ich richtig in Erinnerung habe. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger vor zu Rande gehen. Die sind, glaube ich, ein bisschen stärker. Aber auch das kriegen wir hin. Ich kann mich auch noch an den Bosskampf erinnern. Ich will nichts verraten, nicht spoilern, aber es ist gut, dass wir die Mörsergranate haben. Ja, auch da mit der Hausruine, würde ich mal sagen, gibt es auch noch eine Quest, aber wie gesagt, alle später. Ich möchte nicht in jeder Schwierigkeitsstufe alle Quests machen. Das ist ein bisschen sehr mühselig. Mach mal später alles. Man verpasst aber nichts. Für die Hauptstory, ne, machen wir natürlich durch, ist klar, müssen wir ja machen. Das sind alles die kleinen Nebenmissionen. Auch die Karte, wenn wir so weit es geht, komplett aufdecken. Ist das ganze Schwarz hier weg. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Ist schon mal dunkel. Nacht, hier klar kann man unten sehen. Gleich wird es langsam hell. Jetzt kann man ja einen Rad da sehen. Das ist der Mond, da kommt schon die Sonne wieder. Wir haben auch wieder fast Level Up. Sehr schön. Tschüss. Du nervst auch. Komm, geh schlafen. Geht doch. Da, 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 da. Ja, ja. Hier lang. Und das heißt wie einen Schwert. Lass jetzt liegen, die Nerven nur. Hab schon einen Trank dafür da. Aber nee. Ach komm. Und Mentor. Machen wir sie im Platz. Level up. Das wollte ich mich noch haben. Level up. So, machen wir mal Konzentration. Und da wieder in Stärke. Ja, halbe Sekunde ist runtergegangen. Cooldown. Da kann man schon ein Stück sehen. Das hier.
Das ist eine Sackgasse, ja. Bisschen weiter, weiter, weiter. Müssen wir praktisch den Aufstieg oder den Eingang von dem Bereich hier sehen, finden. Ich weiß ungefähr, wo der ist. Nehmen wir die Punkte hier noch mit. Kommt her. Heiltrank, sehr schön. Zuerst den Schamanen hier, den Hexer. Und der kann böse werden. Macht, glaube ich, auch Feuerregen, macht er. Schlitzer der Erfolglosen. Mhm. Vielleicht sind wir da, keine Sorge. Hier gibt es auch wieder ein Portal. Da ist der Aufstieg oder Eingang, wenn man möchte. Hier. Irgendwo ein Stückchen Süden, da ist dann das Portal. Mal eben kurz gucken. Irgendwo hier unten war ein Portal. Ich weiß nicht, ob das schnelle findet, dann lass mal das. Ist nicht so wichtig. Na, gehen wir mal rein Richtung Feuer. Wie gesagt, das ist ein bisschen. Ja, nicht gerade härter, aber ein bisschen schwieriger. Muss man mehr aufpassen, machen mehr Schaden. Da, vor allem dieses Feuer. Das kann sehr nerven. Und die halten viel mehr aus, wie man sieht. Den Weg jetzt hier kenne ich nicht mal so ganz genau. Müssen wir alles einmal ablaufen. Ist noch nicht ganz so einfach, den sofort zu finden. Müssen wir natürlich nur jetzt einmal den Weg finden. Beim zweiten Mal wird jetzt irgendwie, finden wir ja den Weg sofort dann. Braucht man nur ablaufen und zack. Das ist ein Händler, ja. Feuertroll. Da stehen wir nun. Ihr und ich. Der Schurke und sein Henker. Die halten verdammt viel aus. Und machen gut Schaden.
einmal zum Händler, wenn wir schon hier sind. Und holen uns noch ein paar Heiltränke. Sicher, sicher. Kurz verkaufen. Ja, guck ich gleich nach. Ich will die Tränke haben. Ach, da ist wieder einer. Falsche Taste, egal. 86. Wer ist der Schwächer? Wo die 47 ist. Verstehe ich nicht ganz. Aber mehr Resistenz. Muss ich mich mal genauer informieren. Ob ich irgendwas dazu finde. Kann ich glaube ich nur dreimal anhandeln, dann haben wir nämlich keine neuen Tränke mehr. Okay, gehen wir mal weiter. Ich weiß nur ungefähr, wo der Eingang ist. Wo es dann weitergeht. Und den Weg dahin weiß ich nicht. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber egal. Flammengeborener. Feuertroll. Umschlag. Ich glaube, ich für Gladiator. Gehen wir mal hier unten hin. Bis jetzt läuft es noch gut. Ne? Eiselfen haben mit Zauberritual in einem Tag vollendet. Hä? Okay. Sagt mir im Moment gar nichts. So, weiter. Hier ist wahrscheinlich nichts. Da geht's auch nicht weiter. Also weg. Mache hier einen kurzen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö mit Ö.